geht los. Und mit diesem Gruß begrüße ich euch hier zurück zu einer neuen Folge von... Ich wollte gerade sagen Rollercoaster. Wie kam ich auf Rollercoaster jetzt? Wir sind heute sind wir mit Nami unterwegs. Also irgendwie wurde mir angezeigt, mit der linken kann man so ein bisschen nochmal freischwenken. Aber irgendwie macht's... Oder alt? Passiert gar nichts. Ach, da geht man... Aha, okay. Gut, okay. Gut, haben wir es auch geklärt. So. Erste Luftabwehr töten. Komm, 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 komm. Und hochziehen, hochziehen, hochziehen. Hoch und weg. Alles klar, Leute. Alles klar, ich bin gleich tot. Auf der Map habe ich meine erste Runde gezockt. Dann habe ich mir gedacht, what the fuck, bin ich gut, weil ich in dieser Schlucht richtig geil gekämpft hatte. Und ich sehe gerade, maximal 11 Minuten geht die Runde. Gut zu wissen. So. Ich frage jetzt nur, wo gehen wir jetzt hin? Fuck, das wurde jetzt von einem feindlichen besetzt. Ah, Leute. Ist das schwer zu kämpfen? Oh nee. Ich brauche eindeutig ein paar Leute, die mit denen ich hier quatschen kann. Das ist gar nichts. Das wird dann langweilig. Ich kann nicht mal was groß erzählen. Doch, wollt ihr mal wieder kochen sehen? Also kochen hätte ich auch mal wieder Bock. Das hat ja auch gute Aufrufe. Und macht auch Spaß. Ich nehme mich jetzt hier an den Typ 91 Saka. Stufe 1, okay. Scheiße. Bleiben Sie wachsam, Piloten. Große Gegnerverbände wurden über dem Flugplatz gesichtet. Ja, das sehe ich. Gegner Mac. Waffe überhitzt. Komm, 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 komm. Yo, das ist unser, nice. Ah, da ist er. Nice. Ich muss sagen, ich kann eigentlich abhauen. Genug geschützt hier. Dann können wir uns an die nächste Sache ranhalten. Es gibt nicht viel zu erzählen, Mensch. Was soll ich denn erzählen? Was wollt ihr wissen? Es gibt vielleicht eine neue Girls Award. Das sage ich eigentlich fast jetzt in letzter Zeit fast jede Woche. Du Scheiße, das war vielleicht nicht ganz so nice. So wie ich das wollte, aber... Oh Scheiße, oh Scheiße. Nein! Oh, am liebsten hätte ich den mit weggesprengt. Also einfach gegen ihn zu fahren. Oh, nee. 26 Sekunden vorbereiten. Schönes Flugzeug. Der P12. Sieht fast aus so wie ein
etwas neuer, nicht im Ersten Weltkrieg. Haben wir vielleicht Stufe 2 irgendeinen? Das können wir Film anmachen. Nice! Und los geht's. Okay, das haben wir auch schon mal hinter uns. Da kommt jetzt das nächste noch dran. Oh. Ja, Leute. Wenn ich kochen sollte, was soll ich denn kochen? Oder soll ich irgendwas backen oder sowas? Also, ich mache sowas gerne. Es hat mir auch Spaß gemacht. Und es gibt auch eine Kumpelin, die das eigentlich... Ach, stimmt ja. Es gab eine Kumpelin, die das gerne mal probieren wollte. Jetzt gibt es sie wohl anscheinend nicht mehr so. Gab einen großen Streit, wie immer. Aber jo, alles klar. Streiten tut man sich immer mal. Eine Gewitterfront herrscht. Wir könnten bald keine Unterstützung mehr schicken. Haben Sie verstanden? Jetzt muss man sehen, was ist gefährlicher, die Flugabwehr oder... Wenn es im echten Leben so einfach gehen würde. So, da man. Oh, das ist auch schon unser, nice. Das war's. Ab jetzt ist kein Durchkommen zu ihnen. Sie sind auf sich allein gestellt. Oh. Das heißt, nicht mehr sterben. Ich habe doch keine Runde geschafft, wo man die Leute vernichtet hat. Und ja. Niederlage möglich. Sie haben uns bald. Ah! Wir verlieren mehr gegen Leute als wir. Stirb, du Wichser. Ah, Mann. Rangstufe 3. Langsamer werden, ja, nicht zu langsam. Alter, hier geht's jetzt noch mal richtig ab. Den haben wir bald. Komm. Guys! Zwei Leute nur noch. Alter, das ist krank. Wir kriegen das hin. Ey, wenn wir jetzt alle vernichten. Es sind zwar nur noch irgendwie zwei, aber... Ich sehe nur noch einen. Ey, es ist so verdammt knapp, die Runde. War der letzte. Der Gegner ist fast besiegt. Ja! Geben Sie ihnen den Rest.
Das war eine tolle Leistung. Haben wir jetzt alle besiegt? Komm, bitte sag, wir haben alle besiegt. Oh, das ist ziemlich eng gewesen, jetzt zwischen alle besiegen und... Oh. Ich weiß nicht, haben wir jetzt alle besiegt gehabt? Scheibenkleister steht jetzt nicht da. Ha. Gut, vielleicht könnt ihr es, habt ihr mitbekommen. Wir gehen ja dieses Part mal kurz auf die Forschung, damit wir das mal kurz uns angucken können. Und zwar, wir haben hier Deutschland. Wir sind bei den Märzbergjäger hier. Und danach gehen wir auf diese Flugzeuge. Wir könnten uns jetzt schon holen. Wir können uns aussuchen, entweder so schwerer Jäger. Müssen wir aber gucken, der wird bestimmt nicht so windig sein, aber besser im Überlegen sein. Fluggeschwindigkeit 21, 14, 28, 81, ja, also er ist nicht so schnell beim Manövrieren. Aber ich würde mal sagen, wenn wir uns angucken, was hier am Ende noch rauskommt für Flugzeuge, ist es, glaube ich, doch schon eine richtig geile Sache, wo wir hier rauskommen. Schlachtflugzeuge, Bomber gibt es natürlich auch. Aha. Also Bomber würde ich, glaube ich, sehr, sehr gerne mal fliegen. Premium-Flugzeuge, das brauchen wir uns, glaube ich, nicht an. USDDR. Könnten wir jetzt auf die Schlachtflugzeuge gehen, auf den Doppeldecker oder auf den Märzbergjäger? Nicht groß die Auswahl. Bomber haben sie bloß die Premium-Flugzeuge. Okay. Dann haben wir die USA. Die USA hat auch nur Bomber als Premium-Flugzeuge und wir können jetzt auf die Jäger gehen und auf die Mehrzweckjäger. Wobei ich hier den Unterschied nicht kenne. Zwischen den beiden, aber gut, gehen wir einfach mal davon aus. Japan hat auch ein paar Flugzeuge, mehr die Kamikaze eigentlich, aber man sieht, die haben auch überhaupt keinen Bomber. Was ist denn das? Hinten der Propeller dran. Aha. Großbritannien hat auch kein Bomber. Die haben auch nur die Jäger, Märzbeck und schwere Jäger. China hat nur Premium-Flugzeuge. Scheiße. Und Frankreich auch. Okay, im Lager sehen wir auch nochmal hier ein bisschen... Ah. Die sind... Ah. Okay. Das ist ja nice. So. Das ist sehr, sehr nice. Aber ich merke, die Flugzeuge haben keine... Haben die Verbesserung? Warte mal. Gehen wir mal auf Deutschland. Ah, doch. Also stärkerer Motor. Wassergekühlter. Aha. BMW-Motor. Und was haben wir hier? Auch ein BMW-Motor. Okay. Punktemäßig haben wir wie viel? Achso. Flugzeugerfahrung. 500. Okay, 553. Und hier haben wir sogar schon 1000. Also können wir sogar schon locker auf die nächste Stufe gehen. Okay. Gut, ich würde mal sagen, das war's mit diesem Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen oben, wenn nicht, einen Daumen unten. Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal mit den Japanern und mit den Großbritannien. Ciao, ciao, sagt euer Menzi.